So, also hier sehr, sehr spannende Studie. 30 Pflanzenextrakte wurden getestet auf ihr antioxidatives Potenzial. Auf diese Studie bin ich einfach nur per Zufall gekommen, weil ich eigentlich einen ganz anderen Stoff gesucht habe. Da ist mir was ins Auge gestoßen, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich vor kurzem mein Folie of Eating euch gezeigt habe. Hier sind die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, ja, die Namen gebe ich gleich durch, dass ich unter anderem auch Baumblätter und so weiter esse. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie stark doch unsere Natur, was uns hier vor der Haustür wächst, doch einfach ist, ja. Und zwar hier haben wir wirklich ein paar Kracher dabei, ja, unter den 30. Zum Beispiel hier, Kanaga, das ist zum Beispiel Yang Yang, kennen wir zum Beispiel, das ist aus doTERRA hat das ebenfalls als Öl angeboten. Oder hier haben wir Papaya. Silica ist zum Beispiel Karob, kennen wir das, ne? Als Johannesbrot Kernmehl, kennen das vielleicht einige, ja. Hier haben wir Zimt zum Beispiel, ja. Dann haben wir hier Zistus, das ist Zistrose. Dann haben wir Kaffee, Daucus carota ist Karotten, Eukalyptus kennt jeder. Oder hier haben wir sehr, sehr spannend Nelke auch, ja. Oder Mate haben wir hier zum Beispiel auch, kennt jeder den Tee, Mate. Mate-Tee ist totaler Hype, ne? Gerade so wie sagt man, jüngeren Leuten halt so, ne? Das ist ein Superfood-Getränk, sag ich mal, ne? Das ist zum Beispiel Wacholder, ja, Wacholder wächst auch bei uns. Oder hier haben wir Lorbeer, ja, Nobilis, auch sehr spannend. Pinus, das sind immer die Käfer, das ist, glaube ich, die Seekiefer müsste das hier sein. Hier, Nigrum, zum Beispiel Ribes Nigrum, ist die schwarze Johannisbeere. Hier haben wir Rosen, auch sehr spannend. Das müsste Boxhornklee ist das hier sein, haben wir Vanille und unten haben wir auch Ingwer zum Beispiel, ja. Ja, oder hier Madrigal, das ist zum Beispiel Kamille, also sehr, sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe sehen wir hier, ja. So. Und jetzt sehen wir Superoxid-Dismutase, ja, die Inhibition. Genau, naja, eigentlich müsste das D hier weg, das ist ein Studienfehler. Ja. Jedenfalls geht es um die Superoxidradikal-Kapazität, diese zu puffern, ja, also Sauerstoffradikale, so gesehen. Und jetzt schauen wir uns die Zahlen hier einfach mal an bei den ganzen sekundären Pflanzenstoffen. Auch der Ingwer hier zum Beispiel, ja, sehen wir unten mit 3. Und jetzt sticht doch irgendetwas hier ins Auge, ja, dass die Nadelbäume sehr weit vorne sind auf jeden Fall. Dann Mate sehr weit vorne ist, Jasmin und Eukalyptus sehr weit vorne ist, ja. Die Karotte ebenfalls nicht sehr weit vorne. Das ist nämlich hier der Kaffee sehr, sehr weit vorne, ja. Aber hier sehen wir zum Beispiel mit 81,2. Was ist das? Ja? Quercus rubus, ja. Und das ist die Stieleiche, ja. Wahnsinn, was für einen Wert sie hat, ja. Radikalpufferung. Schauen wir uns das Ganze nochmal an hier. Ferric Reduction Absorption Capacity. Das ist, inwieweit ein Stoff befähigt ist, ein Radikal zu puffern, in dem Fall ein Elektron zu spenden, ja. Das kann man messen, indem es, wie weit es Eisen 3 plus auf Eisen 2 plus reduziert. Weil Radikale sind immer Elektronenmangelverbindungen. Das heißt, wenn ein Stoff sehr befähigt ist, Elektronen zu spenden, sättigt es sehr gut Radikale eben ab, ne? Weil Radikale Elektronenmangelverbindungen sind. Und hier schauen wir mal uns die Werte an. 0,08, ja, 4, 7, hier 7 sehr schon sehr, sehr gut, ja. Für Nelke zum Beispiel, ja. Und jetzt sehen wir 15,92. Und was ist das? Wieder die Stieleiche. Also Wahnsinn, was diese hält. Ja, in dem Fall ist es aber hier das Holz, ja, das Extrakt aus dem Holz, aus der Rinde, ja, zum Beispiel. Und allgemein der sekundäre Pflanzenanteil, ja, Polyphenole sind damit gemessen, ja, Phenolanteil. Und hier sehen wir zum Beispiel auch sehr, sehr hoch, ja, im Zimt natürlich wissen wir einer der höchsten ORAC-Werte überhaupt, ja. Oder Nelke auch sehr teuer, sehr hoch. Und die ganzen Pinus natürlich, ja, die ganzen Nadelgewächse sehr, sehr, sehr stark, natürlich die Rinden, ja. Aber hier sehen wir wieder weit die Nase vorne, wieder unsere Stieleiche, ja. Wirklich Wahnsinn, das wollte ich euch nicht vorenthalten, ja. Dass es Superfoods direkt vor der Tür gibt, ja. So, und das können wir natürlich noch weitermachen. Verschiedene andere Radikalpufferungen, ja, zum Beispiel 2,2-Diphenyl-Pyrrolidazid wurde hier gemessen, ja, also und allgemein der ORAC-Wert. Und im Grunde genommen sehen wir immer, dass die Stieleiche immer sehr weit vorne sind. Hier sehen wir ein bisschen die Nadelbäume ein bisschen weiter noch vorne, ne? Aber ansonsten schon an zweiter Stelle direkt wieder die Stieleiche, ja, und auch hier ABTS wieder die Nase vorne, ja, bei dem Radikal-ABTS, ja, Pufferung. Wieder die Nase vorne, ja. Also wir sehen wirklich faszinierend, ja, was das kann. Ne? Wenn wir weitere Vergleiche nochmal ansehen, hier wurde es nochmal gegen Kastanie gesetzt. Und zwar sehen wir hier zum Beispiel die Ascorbinsäure, ja. Hier sehen wir die Werte, inwieweit es Radikale puffert, Sauerstoffradikale. Und da sehen wir, das kann
die Stieleiche deutlich besser, sogar noch als das Vitamin C in dem Fall hier, ja. Und auch hier besser, ja, H2O2, Wasserstoffperoxid, ja, oder auch Superoxid. Und, nee, warte mal, das ist das Superoxid Anion, das ist einfach normal Sauerstoff, radikaler Sauerstoff. Ja, sehen wir sogar besser als Vitamin C, ja. Und auch Turolox ist ein Vitamin E-Derivat, ja, da ist es dann etwas unterlegen, ja. Aber, und hier auch der nitrosative Stress, ja, sehen wir ebenfalls im Vergleich zu Ascorbinsäure das besser abschneidende Eichenextrakt, ja. Aber man muss natürlich sagen, so viel kann man in natura nicht zu sich führen. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Hier sind ganz hoch konzentrierte Extrakte, ja. Von daher an ist das sehr, sehr schwierig, zu sich zu führen. Ja, hier auch nochmal den ORAC-Wert, ja. Dann ist, obwohl der ORAC-Wert von Vitamin C und Vitamin E höher ist, ja, heißt es nicht, dass es auch gleichzeitig auch in allen Eigenschaften überlegen ist, ja. So, des Weiteren gibt es Pilotstudien, relativ kleine, die zeigen, dass es hier safe for humans war in dem Fall, ja, bei diesen Konzentrationen. Und das ist ebenfalls auch, dass aus dem Holz eben auch Wasser, ja, wasserlösliche Substanzen auch rausgelöst werden können. Man kann sich einfach eine Tinktur daraus machen, zum Beispiel vielleicht einen Alkohol einlegen und so weiter, die Rinden. Und dann kann man die sekundäre Pflanze daraus halt einfach sehr lösen und dann zu sich führen. Ja. Hier fand ich nochmal sehr, sehr interessant. Hier wurden die 17 Komponenten aus dem Stoff, aus dem Eichen dementsprechend extrahiert, die sekundären Pflanzenstoffe. Und hier gibt es bestimmte Krebszelllinien, das ist Prostatakrebs, das ist PC3 und MCF7, das ist der Brustkrebszelllinien, müsst ihr kennen. Cancer Foundation, das sind Krebszelllinien, richtige. Und hier sehen wir zum Beispiel auch unten die Cisplatin, ja, das ist eine Chemotherapie. Und hier sehen wir natürlich, je mehr davon dann dementsprechend noch übrig ist, von den Krebszellen, desto schlechter hat es gewirkt. Und je weniger davon übrig ist, desto besser ist, desto stärker hat es gewirkt. Zur Kontrollgruppe gibt es immer noch normale weiße Blutkörperchen, Lymphozyten von unserem normalen, ja, Körper halt, ja. Und hier sehen wir zum Beispiel mit 26, hier gibt es einige Stoffe zum Beispiel, die dem schon sehr, sehr nahe kommen, ja. Verschiedene Extrakte, zum Beispiel mit 34 hier schon, die Nummer 7 sehr, sehr stark. Was mich stört in der Studie, warum nicht alle, weil die Pflanze ist doch ein Ganzes, warum hat man nicht alle 17 Komponenten zusammengenommen und dann auf die Krebszelllinien damit einfach behandelt, ja, dann wäre wahrscheinlich ein ganz anderes Ergebnis, aber es sind nur einzelne Komponenten genommen worden, ja. Naja, aber wir sehen auf jeden Fall, dass es ebenfalls gegen Krebs halt eben wirkt, ja, oder zum Beispiel hier bei Cisplatin haben wir einen Wert von 16,7, hier gibt es welche mit 19,7, das heißt fast genauso stark gegen den Krebs wirkend, ja, wie die Chemotherapie, ja, und wir sehen hier, die Konzentration von den eigenen Zellen noch bei über 200 dementsprechend, ja, in dem Fall hier war bei 40,2, in dem Fall bei 19,7, bei der Chemotherapie aber nur bei 6,8, das heißt deutlich weniger Nebenwirkungen hier auch, ja. Warum wird mit diesen Komponenten nicht weiter geforscht, ja? Aber was man auch sieht in der Studie, finde ich mal ganz, ganz wichtig, dass diese irgendwann auch einen Einfluss haben auf die eigenen Zellen, ja. Nichts, immer die Dosis macht das Gift, ja. Es kann genauso gut sein und genauso auch irgendwann wird es wieder schlechter, ja. Das ist immer ganz, ganz wichtig nur zu verstehen, ja. Und es ist nicht nur gesagt, dass, hier waren ja immer die Rinden, ne? Aber hier wurden auch ebenfalls die Blätter getestet, ja. Und die Äste und dann dementsprechend auch die Eicheln selbst, ja. Und wir sehen zum Beispiel, dass wieder Ferric Reduction, wie weit ein Elektron gespendet werden kann an ein Radikal, hier die Blätter sogar das Extrakt die Nase am weitesten vorne hatten, so, ja, 370, 141 zu 837, ja. Es muss nicht immer nur die Rinde sein, das wollte ich euch auch noch mit dieser Studie halt eben zeigen, ja. Ebenfalls wurden an Menschen das getestet und das Energielevel und hat sich erheblich gesteigert, ja. Und so, es war anscheinend ohne Seiteneffekte, also das heißt ohne Nebenwirkungen, ja. Fand ich ebenfalls sehr, sehr spannend. Ja, also das war es von mir nochmal. Ganz kurzes Video einfach nur für euch zu wissen, hey, Superfoods wachsen auch da draußen vor der Tür und wenn wir ein bisschen wissen, was leider verloren gegangen ist, leider auch durch, weil damals, wie gesagt, Hexen verbrannt worden sind, alles mögliche Teilwissen ist leider verloren gegangen und das wollte ich einfach mit diesem Video nochmal ein bisschen wachrütteln. Geht in die Natur und partizipiert an der Natur, was sie euch zur Verfügung stellt, ja. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, würde mich sehr freuen über Daumen nach oben, würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt, damit ihr wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Ich würde mich ebenfalls freuen, wenn ihr auf meiner Homepage vorbeischaut, vitasomal.de, meine eigenen liposomalen Supplements mit 4 bis 5-fach höherer Bioverfügbarkeit. Wir haben jetzt auch ganz exklusive Tees aus einer Wildsammlung, Organic. Ich hoffe, wir sehen uns dort wieder und bis gleich. Ciao.